Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu The Last of Us Part 2. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, und dann grüße ich erstmal Niki, meinen guten Freund. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Und mein Schatz ist auch schon wieder da. Sehr schön, ein Küsschen für dich. So, dann wollen wir doch mal weitermachen. Ich habe gerade gesehen, als ich es geladen habe, wir müssen nochmal von hier vorne anfangen. Finde ich ein bisschen arschig. Aber okay. Sind die jetzt schon da hinten abgehauen? Weil zwei sind ja nach da draußen, nach unten gejumpt. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wann er das abgespeichert hat. Eigentlich super, aber... Dieses Aber gefällt mir nicht, Niki. Jetzt müsste der doch da runtergehen. Und der andere war doch auch mit dabei. Sind jetzt alle beide abgehauen? Alle drei? Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Natürlich bin ich da. Das, so natürlich ist das nicht, Schatz. Ich verlange sowas ja nicht. Okay, wir laufen einfach. Kinder. Uschi? Uschi? Okay, Uschi will heute wohl nicht mitmachen. Okay, bin ich auch nicht von abgeneigt. Aber okay. Ach, Uschi ist doch da. Du bist Uschi. Du bist die neu erklärte Uschi, wenn ich dieses Spiel spiele, Uschi. Herzlichen Glückwunsch, Uschi. Das Aber hat nichts zu sagen, war einfach zu blöd zum Tippen. Wieso das denn, Niki? Wann bist du zu blöd zum Tippen? Du spielst CS, von daher... Hatte ich das nicht beim letzten Mal schon vorgelesen? Tötet ab hier alle Eindringlinge. Ich schicke zusätzliche Einheiten, um die andere Frau zu finden. Kommt abends in die Basis zurück. Bringt alle verfügbaren Vorräte mit. Alles klar. Namen Alisea, wie geht es dir? Ja, vor 3 Stunden nicht mehr gespielt CS, ne? Das ist schon lange her. Ja, okay, Niki. Ich weiß, dass es hier nach oben geht. Kurz gucken. Ach komm. Haben wir wenigstens 3 davon. Hier können wir auch noch einen anfertigen. Das ist super gut. Super duper. Verbesserung für Nahkampfwaffen. Rezept erfordert. Bedingung, Klinge und Nahkampfwaffen. Ja, ach komm, machen wir mal mit. Was wir mit haben, haben wir mit. Super gut, bin allein. Sehr schön, sehr schön. Papa aufs Schiff gefahren. Ja. Nein, so. Jetzt muss ich erstmal wieder mit dieser Steuerung klarkommen, ey. Boah, das ist nervig. Immer diese Wechselsachen hier. Fuck. Uschi! Gehen hier hoch. Versuchen wir es. Na los, rein da. Oh, Hundis. Wir müssen aus dieser Schule raus. Ich muss jetzt keine Hundis sofort. Hier erschießen, oder? Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Uschi, steck die Knarre ein. Du bist immer noch nicht gefährlich. Was passiert, wenn ich Uschi jetzt da runterschubse? A, sie bricht sich ein Bein. B, sie bricht sich gar nichts. C, Dante schubst sie so, dass sie mit dem Kopf zuerst aufkommt.
Vielleicht denkt sie das aber, wenn sie die in der Hand hat. Ja, das kann gut sein. Option C. Geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Ich kann aber auch nicht. Ach, doch, so. Das stimmt ja. Ich würde ja mal laufen. Ich hab die verkehrte Lauftaste gedrückt. Ich fange dich auch nicht auf. Ich fange dich nicht auch auf. Nein, Uschi. Du musst runterfallen. Nein. Nein. Oh, Loot. Noch mehr Loot. Kann ich hier? Oh, guck mal, da hat jemand vergessen, seine Wäsche zu waschen. Mann, das muss hier stinken, ey. Riecht wie bei Niki unterm Bett. Oh, eine Sammelkarte. Das ist richtig, und da wirst du auch. Da hast du so viel Stärkungsmittel benutzt, damit du das Gefühl hast, mal was Hartes zu haben. Entschuldigung. Erkennst du noch jemanden? Oh, okay. Nicht gut. Alter, Niki. So ein hartes Wort. Computer sagt nein. Schäm dich. Ey, hier ist noch ein PlayStation-Controller. Es sieht irgendwie aus. Ist das nicht die 3? Das ist eine PS3, ne? Ich weiß nicht, ich fand die PS3 immer ziemlich hässlich, weil sie so komisch gebaut war. Vielleicht tun es ja noch. Alles klar, ich werde mal eine Runde zocken gehen, Leute, ne? Ich werde im Spiel. Ich werde das Spiel spielen, in dem ich zocke. In dem Spiel. Boah. Was für eine Mythologie, ey. Das Spiel im Spiel gespielt. Alter! Das war gut! Das war gut! Ah. Mann, oh Mann, oh Mann! Finde ich ja so schön viel Munition. Noch Teile. Finde ich super dufte. Ja, zack. Die ist voll. Die ist auch voll. Nur Betty hat nur einen Schuss. Das ist so derbst. Hey, sind Amis, die haben sogar Waffen aufgelegt. Ja, stimmt, bei 7 Days, aber das ist nicht mehr so häufig. Aber ansonsten, ich glaube bei 7 Days 17 hat das aufgehört, dass sie andauernd auf der Toilette zu finden sind. Ich will's hoffen. Betsy nur mit einem Schuss, das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich so an, als ob man auf Toilette abbrechen musste. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Es war einmal. Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben.
Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Boah, die ist voll am Kochen noch. Es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Ich glaube, wir machen einen nach dem anderen platt und fertig. Für das, was vorgefallen ist. Damit Niki auch noch seinen Seelenfrieden bekommt. Okay, hier ist nichts weiter. Wie bist du denn da gerade runtergesaust? Und zieh nicht so eine Flutsche. Mann, so sieht Niki auch aus, wenn er abbrümmelt. Ja, fürchterlich. Klingt nach einem guten Plan. Kannst du Mitte der Lampe die Fingernagel und Zehennagel entzünden? Niki, kann ich machen. Kann ich machen. Wenn es die Option zur Verfügung steht. Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Was für eine Rettung? Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dachtest du, es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Wir werden sie alle abschlachten. Ja, die sie der Meinung ist, getätigt zu haben. Ja. Offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Hey, ein Pool. Lasst mal baden gehen. Dass ihre Freunde tot sind. Aber nicht in dem Ding, ey. Oh Mann, ey. Igitt. Dass die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Was, wenn wir brauchbare Infos hätten? Einer Zeigefinger abgerissen. Scheint denen alles egal zu sein. Ihrem Blut soll sie schreiben. Es tut mir leid. Und dann bitte zusammenknüppeln. Danke. Niki, weißt du, ich habe da was ganz Besonderes für dich heute. Und Niki, ist es jetzt besser? Bist du ein bisschen runtergekommen? Was man nicht alles für ihn macht. Ah. Oh, hier ist Blut. Und ich war es nicht. Haben bestimmt den ganzen Tag lang nichts zu tun, als so eine Scheiße machen zu müssen. Fühlen sich dann bestimmt auch noch toll. Da haben wir in Wirklichkeit gerade mal drei Haare am Sack, ey. Hast du ihn? Ja, natürlich habe ich ihn. Shit. Wenn du da unten warst. Meins auch. Blöde Nuss. Hast du ihn?
Ja, definitiv hat das gerade zur Laune gepasst. Das sind 4, 2. Habe ich jetzt nur noch 2? Ja, nur noch 2. Und dann nehmen wir den Basie mit. Kann ich nicht den Basie verbessern? Ich glaube noch nicht, ne? Nee, da fehlt mir die Schere und Klebeband. Das habe ich ja erst dazu gekriegt. John, also das war das, was sie vorgelesen hat. Müssen wir wieder schick Munition einnehmen. Dann fährt das Spielerlebnis. Ja, definitiv das Spielerlebnis. Geht flöten. Aber das sind nun mal Leute, ne? Die haben nichts Besseres zu tun, als zu Hause zu sitzen und den anderen Menschen irgendwie das Leben zu nerven. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf den Patrouillen betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Kein Infizierten, kein Gas. Die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps, also haben wir getrunken und geredet. Das lief monatelang so. Wir torkelten gerade durch den Lebensmittelladen, als uns diese Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe versucht, sie zu retten. Sagt meiner Mutter, dass ich sie liebe. Chevy. Sollte mir jemals so ein genetischer Abfall unter die Augen treten, lebt er nicht mehr. Dann bekommt er ihn nie wieder einen Menschen zu Gesicht. Ja, solche Leute sollte man echt, ne? Den sollte man die Konsole wegnehmen. Weißt du, die dürften nie wieder was zocken oder so. Kein Internet mehr benutzen. Irgendwie richtig schön bestrafen. Das finde ich immer unmöglich. So, dann war jetzt hier oben alles. Ich weiß nur, dass ich jetzt ab sofort eventuell den Skin ändern werde und es werden dann keine Follower mehr angezeigt oder sonstiges. Weißt du, das ist dann im Großen und Ganzen das Endresultat aus sowas. Weil man hat dann einfach keinen Bock mehr da drauf. Dass es solche beschissenen Pansen gibt. Der fängt mit dem Spiel gerade erst an und hat einen Follower-Lappen. Naja. Ah, Lisa, das tut gut. Das tut sehr gut. Aber trotzdem ist man echt heute im Rage-Modus. Irgendwann hat man echt keine Lust mehr. Oh, da geht's gar nicht hoch. Nur damit du dich besser fühlst. Das ist lieb von dir. Super lieb von dir. Das Küsschen ist gut. Mann, ey, ich finde den nicht zum Bannen. Naja, aber Zocko hat's gefunden. Ja, auch. Raus damit. Will ich gar nicht bei mir drin haben. Nee, nach oben konnte ich nicht. Ich
habe da eine gute Idee. Ich habe da eine gute Idee. Warte mal. Ich liebe diesen Bot. Ich liebe meinen Hund. Mein Hund ist der Beste. Obwohl er im Himmel ist, er passt auf. Da. Dann wollen wir mal versuchen, jetzt aber jetzt richtig langsam mal hier weiter zu machen. Ordentlich im Spielefluss und nicht gestört zu werden. Aus irgendeiner grundgütigen kleinen Scheißerbacke. Oder machen wir mal weiter. Mann, muss ich wieder viel rausschneiden. So viel Gefluche. Vielleicht sind sie dumm. Oder ich leg mal so einen richtig langen, dicken, fetten Pieps drunter, ey. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Mute dich doch mal und lass alles raus. wenn ich mich mute und alles rauslasse, dann sitze ich hundertprozentig ein paar Tage hier. So, Shani hatte was dagelassen. Siehst du, dadurch, dass ich den Alarm abschalten musste, wegen dem, der ist ja jetzt bei mir auch noch gerade im Chat drinne, das kleine Kind, wollte ich das gar nicht sehen. Und wieder ein neuer Monat. Ach, Shani, vielen, vielen Dank für dein Twitch-Abo. Vielen, vielen lieben Dank, meine Liebe. So. Ah, grüß zurück an Daniel. Ah, ich hoffe, es geht ihm auch gut. Das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie. Damit sie nichts Neues lernen. Das ist gut. Nein. Ich wusste nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit ja, gesagt danke, hat? Ja, danke, Alicia. Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was Capital getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Hm. Ja, dann machen wir noch das andere Wort. Leute, ich bin da nicht dumm, auch nicht einfallslos. Mein Bot ist schneller. Ja. Auch gleich erstmal. Ach ja. Naja, so egal ist es auch nicht, Niki. Aber zum Glück hört mein Mann ja ab und zu auf mich. Ja, sollte ich. Hin und wieder mal. Ja, aber nur ab und an. Ja, nee, ist klar. Ashani, fällt mir gerade ein. Daniel kann doch schweißen. Kannst du ihn mal fragen, ob er auch Kotflügel schweißen kann? Weil sonst muss ich das nämlich mit Glasfaser machen. Ja, kann er. Würde er meinen Kotflügel schweißen? Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Oh, da ist auch noch was. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch. WLF-Regeln müssen befolgt werden. Erstens, allen Anweisungen von WLF-Soldaten ist Folge zu leisten. Fedra-Kollaborateure werden exekutiert. Für das Verlassen der zugewiesenen Zone ist eine Genehmigung erforderlich. Die Sperrstunde bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Okay. So, wegen der Aufregung muss ich jetzt aufs Klo. Und Hunger habe ich auch. Mann. Ja, nee, so kann es kommen, ne? Alles, was lebendig ist. Ah, ich habe Mama übrigens... Das geht nicht an mich. Gut.
Der Leckersabber läuft schon. Dann wollen wir hier nochmal kurz gucken. Ich muss jetzt erstmal irgendwie versuchen, in dieses Spiel hier wieder reinzukommen. Oh, da fällt mir noch eins ein. Das packen wir auch noch als böses Wort hinzu. Da ist mir noch ein Wort eingefallen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Yay, Moonwalk. Ich weiß noch nicht, wann wir fahren, aber ich denke mal, diese oder nächste Woche. Also ich würde dann so im September, Anfang Oktober vorbeikommen wegen dem Schweißen. Ich kündige mich mal vorher an, ne? Mein Schatz auch. Weil muss bei Zeiten dringendst gemacht werden, wohl bemerkt. Geht mir der Kotflügel noch weiter hoch kaputt. Erstmal looten. Ich sehe jemanden. Nein? Gut. Und raus. Oh, Uschi. Steh mir nicht im Weg. Da war doch was. Oder war das jetzt nur so? Hier, da ist doch was. Ah, Flasche. Daniel sagt nur, wenn alles metallische blank ist, keine Verzinkung oder so dran ist, dürfte es kein Problem sein. Nein, Schatz? Ist da irgend sowas dran? An meinem Kotflügel? Bis auf die Farbe derzeit noch? Weil die Farbe verdeckt das Loch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Farbe mache ich dann weg. Das ist nicht das Problem. Bloß jetzt die Farbe, die wegzunehmen etc. wäre unsinnig, wenn nicht geschweißt wird, ne? Aber die Farbe kann ich dann einen Tag vorher wegmachen. Das ist alles kein Problem. Ja, die guckt so. Die hat gerade genauso viel schlechte Laune wie ich. Ich weiß nicht, wenn man lange drückt, soll doch eigentlich Dings aufgehen. Wie macht denn das jetzt nicht? Hä? Ich kann meine Karte nicht mehr öffnen? Deine Laune ist nicht besser. Wieso? Aber da drüber können wir ja mal im DC reden. Ja genau, da reden wir dann über den DC. Ausführliche Details. Ausführliche Details folgen. Ich weiß einfach nicht, warum sie das nicht macht. Nee, sie hat es wieder mit eingesteckt, laut Animation. Normalerweise müsste doch jetzt hier mal so ein Hilfetext auftauchen. Dante, du musst hier lang. Und wir laufen einfach mal. Hier da über Stacheldraht kommen wir nicht rüber. Hier waren wir schon. What the fuck? Dein Ernst, Niki? Jo, habt ihr auch lieb, Shani. Bis demnächst. Und viel Spaß. Vielen Dank nochmal. Ei, schau dir das an. Er behindert den Parkplatz. Respekt, das Spiel hat dazugelernt. Es gibt jetzt auch Parkplätze hier. Ah.
meine Äuglein dort? Was hast du damit vor? Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Ich würde dir mal vorschlagen, Uschi, dass du auf die andere Seite gehst und mit deinem fetten Arsch schiebst. Oh, Uschi, halt die Schnauze. Die hat den Namen Uschi definitiv verdient. Parkplätze ganz wichtig. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Und wollte es schreiben. Du warst zu schnell. Definitiv schlimmer als Lara. Ernsthaft? Jetzt kriege ich so einen komischen... Ja, da geht's lang. Okay. Von hier sind wir gekommen. Okay, gut. Oder auch nicht. Whatever. Ich war von dort gekommen? Nee, an so einen Sprung kann ich mich gar nicht erinnern. Weil das scheint hier alles leer gelootet zu sein. Also muss ich von hier gekommen sein. Mann. Ja. Ich kann mich an das Schlafzimmer erinnern. Ich finde immer das Schlafzimmer. So. Wenn es da nicht mehr gibt, warst du da schon. Ja, definitiv. Ja, Niki, für dich ist immer noch die Toilette am wichtigsten. Ich hab doch hier gerade irgend so ein komisches Geräusch gehört. Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Mal sehen. Ich kann immer noch nicht auf die Map. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Option. Steuerung. Schulter. Ach, ich habe auch noch Schulterwechsel drin. Aha, interessant. Warte, Steueranzeige. Rucksack. Springen, Nahkampf, Waffe, Nachladen, Zielen, Fadenkreuz. Ach, Niki. What? Do not block 24-hour access. Uschi, was läufst du mich hier um? Ausnahmsweise warst du es nicht, das sagt er jetzt. Der war echt schlimm, du spinnst. Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als ständig nur Burritos. Ich hasse die. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Oh, Burritos sind gefährlich. Ja, dann red nicht dauernd über das Essen. Ja. Dreh dich bitte jetzt noch nicht um. Klappe. Was willst du? Sowas ist irgendwie sehr beruhigend. Wenn man mal ehrlich ist. Uschi, hör auf, hier so rumzulaufen. Kriege ich gleich einen Schreikrampf. Nachher noch eine Runde. Nein, Schatz. Wir haben gestern. Da wäre das, glaube ich, nicht so gut für dich. Ach Mann, ich habe Arena verpasst. Shitrick. Wiederholung. Mann.
Kann ich nicht so wie ein Assassine von oben runterspringen? Naja, wer weiß, ne? So, Schlafmangel und Dante im Rage-Modus. Wo sind jetzt die anderen Patronen hin? Vielleicht dann wirst du auch geknuddelt, alles klar. Schlafen kann ich eh kaum. Und auf Arbeit ist es kaum was zu tun. Ja, das auf jeden Fall. Ach, no risk, no fun. Oh, wieso hast du denn jetzt schon wieder nicht zugeschlagen, Ellie? Ich? Fliehen? Siehst du aus? Alter! Meine... Ach scheiße, Betsy hat ja nur einen Schuss. Ernsthaft? Du bist zum Blödsinn... Ellie, du kannst ruhig weiterlaufen dabei. Welche übrig? Ich hoffe, dass noch welche übrig sind. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Mein Liebsten. Ja. Ist hier irgendwas? Nur Halloween-Zeug. Ich hätte Waffe. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Mann, diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich. Die drückt dich ab! Mann! Glaubst du, hier sind überall Wolves? Hoffentlich nicht. Ja, ich hab den Bär getroffen. Oh, Mensch, armes Bärchen. Das arme Bärchen. So kann man auch Wut abbauen. Einfach morden, ja. Ich kann ihn leider nicht mitnehmen, Alicia. Es tut mir leid. Ich bin trotzdem der Meinung, dass hier noch einer war. Hast du was zum Looten? Nein, ich will nicht tauschen. Haben beide nur noch zwei. Ich nehme wieder den Baseballschläger. Der macht mir Aua. Nein, nicht Sergeant Bear. Okay. Versuchen wir es hier. Wenn ich nicht wüsste, worum es hier in diesem Spiel geht, ne, dann würde ich echt den Faden verlieren. Das ist richtig, nicht nur du. Bin ich fertig? Hab ich? Okay, okay. Wir machen da erstmal wieder unsere... Ups. Mir fehlt das Klebeband. Mann. Ich brauch Klebeband. Ich brauch mal wieder Klebeband. Ja, Gaffer-Tape ist gut. Aber Tesa ist besser.
Wenn du zum Beispiel jemanden fesselst an Handgelenk, ne? Tesafilm ist definitiv besser als Gaffer-Tape. Na, schauen, ob du welches findest. Na, selbst Panzertape ist nicht so fest, ne? Weil du dadurch, dass Taser sich nämlich, wenn du ziehst, dehnt, verwickelt sich das nämlich und du kannst das immer noch nicht abkriegen. Das ist voll krass. Deswegen, wenn du jemanden fesselst, ne, dann mit Tesafilm. Benutzt gleich die ganze Rolle. Du weißt ja nicht, wann du wiederkommst. Sind wir jetzt einmal hier arschig rumgegangen, weil er, weil die blöde Kuh einfach diese blöde Map die aufmacht. Spiel hatet mich gerade. Hier waren wir schon drinne. Da ist der Tote. Da geht's lang noch. Aber hier habe ich noch nicht geguckt. Du nimmst Nägel. Oh. Ich nehme Nieten von Eisenbahnschienen. Hier lang, glaube ich. Das sind Gegner. Flugzeugbolzen. Ja. Wie gemein. Sie musste, sie konnte es nicht lassen, ne? Sie musste da nochmal einen draufsetzen, ne? Ja. Da erhöht sie erstmal noch so eine Stufe. Wer? Wo? Also die Arschgeigen da hinten, die herkommen. Nimmst nur, was dir zur Verfügung steht. Okay. Kommt ihr jetzt hier runter oder? Oh ja. Uzi, beweg deinen fetten Arsch vor mir weg. Du nervst. Jetzt da lang. Ich hab ja gehofft, die kommen jetzt hier in meine Richtung. Hat gerade beschissen gut. Entschuldigung. Siehst du noch mehr? Noch nicht. Wie kriegen wir? Ich habe zwar keinen Baseballschläger mehr, aber da scheiße ich gerade drauf. Wir brauchen nur einen. Ist halt einfach nur gut. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn es sein muss. Ja, die hat sich echt gemausert, ne, Diggi? Was ich mich immer frage, mal ganz ehrlich an die Amerikaner, wieso werft die überall immer Sofa hin? Egal wo, in welcher Serie oder sonstiges, man sieht irgendwie immer ein Sofa mal am Straßenrand stehen. Und das wird nicht abgeholt. Ich hab ja nichts dagegen, ne? Kiddies können sich draufsetzen, ältere Damen und Herren auch und. Ist ja gar nicht immer so schlecht. Aber so im Allgemeinen? Wo ist noch eine Patrouille? Jetzt habe ich scheiß fucking verfrellte Klebeband gefunden. Jetzt habe ich keinen Baseballschläger mehr. Deko? Das könnte sein. Das könnte sein. Ach, die sind dort. Links,
Vorsicht. Das sind mehrere. Ich will ja nicht sagen, aber ich höre hier irgendwas anderes noch. Schaffe, dass die hierher kommen. Tür auf, reinwerfen und dann verspeisen lassen. Das wäre so das Optimalste. Ich sehe sie. Was? Wieso kannst du mich sehen? Ja, stimmt ja. Sie kann ja noch mit dem Messer umgehen. Ich habe ihm das Ding voll gegen die Lanze geworfen, ne? Oh. Ja! Infizierte! Ja! Fresst sie! Zerfleischt sie! Och! Uschi! Geh weg von mir! Ich glaube, einer wurde gerade gefressen. Ach, was für tolle Schmerzensschreie. Gefällt mir. Alter, die Uschi, die presst sich aber auch überall dran, ne? Oh, Mist. Uschi! Ich weiß, dass da noch irgendwo ein Scheißer ist. Du doch nicht! Autsch! Noch am Röcheln? Leide langsam. Komm, heil dich weiter. Mach weiter, mach weiter. Da haben wir die ganzen Infizierten platt gemacht. Ich konnte noch ein bisschen Wut ablassen. Jetzt ist hier schon wieder Klebeband. Ich brauche einen Baseballschläger. Ganz dringend. Niki, besorge mir einen Baseballschläger. Mit Metallkern bitte. Ich glaube, der wurde gefressen. Oder wenigstens angeknabbert. Ach, Werkbank. Cool. Warte, ich hole den aus dem Keller und drücke ihn durch die Leitung. Danke, Niki. Ach, du bist der Beste. Du bist der Beste. Und du bist die du. Das habe ich schon, das habe ich schon, das nicht mehr. Das muss ich noch machen. Alles klar. Baby! Oh, du siehst so gut aus. So. Gucken wir jetzt hier mal rein. Fügen Schaftgewichte zu und Waffenabweichung. Nein. Ah, hier ist das Zielfernrohr. Siehst du, das muss ich noch machen.
Gegen Kerberos. I'm so pretty. Ja, ja. Siehst du, das Lied hätte ich vielleicht mal abspielen sollen, als ich so auf Rage-Modus war. Das hätte vielleicht geholfen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich das Lied nicht mehr abspielen. Ich hab meinen Rage-Modus schon fast hinter mir. Hast du dran gedacht, Niki? Kann ich jetzt das Zielfernrohr dran setzen? Ja, jetzt müsste ich doch haben, oder? Also jetzt nicht mehr, wie viel musste ich sammeln? Ach, 80. Da brauche ich noch 9. Aber Betsy ist fertig. Ganz kurz, aber ich wollte nichts schreiben. Also, hattest du Angst, dass ich dich dann angreife? Nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Naja, Niki, ich verstehe dich schon. Oh, was zum Blüten? Ich brauche noch 7 Metallteile. Oh. Danke, Flachpfeife. Hinten war die Flasche. Flasche brauche ich nicht. Aber erstmal wieder Medikit herstellen. Uschi, geh mir aus den Augen. Ohne dich wäre mein Leben heute einfacher. Aha. Eine Toilette für Männer. Ich bin eine Frau. Naja, sieht jetzt nicht besser aus. Nur das Pissoir fehlt. Naja. Also da würde ich selbst als Mann nicht drauf gehen. Also irgendwo habe ich dann auch meinen Stolz. Na, Schere. Auch aber Metallteile. Und ein Baseballschläger mit Metallkern. Ich habe einen Müsli-Riegel gegessen. Yay. Okay, da haben wir jetzt nichts. So. Dann gehen wir jetzt mal dahin, wo die hergekommen sind. Das war ja hier raus. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, hier noch was zu looten. Die sind ja hier alle rausgeschossen gekommen, als es ja anfing zu rumzuballern. Das Schlimme ist, Leute, ich habe so eine Toilette schon mal gesehen. Und das war noch sauber, im Gegensatz zu der anderen Toilette. Das ist halt scheiße, wenn man aus dem Gewerbe gekommen ist. Ne? Man hat Dinge gesehen, Leute, über manche will man erst gar nicht reden. Noch nicht mal mehr dran denken. Es verfolgt uns allen noch im Schlaf. Na, sauber ist relativ, Niki. dann bin ich hier wieder. Wo ich das ja mitgekriegt hatte, das ja... Na. Das Problem ist, ich habe immer noch keine 7 Teile gefunden und... Oh, ich habe was übersehen. Diese WLFs haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? So viele Eindringlinge können hier kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sich die Leute so darum streiten. Nee. Neue Verbesserung. Tarnung. Schalldämpfer anfertigen. Oh.
den kann ich sogar andauernd selbst herstellen. Oh, wie cool. Das ist mal mega. Liebe Spielehersteller, für uns Streamer geht das irgendwo mal tierisch einen auf den Sack, andauernd lesen zu müssen. Wisst ihr das? PS, ich hab euch lieb. So. Friend, es geht los. Am frühen Sonntagmorgen. Halte deine Leute von den Straßen fern. Aber pass auf, was du sagst. Wenn Isaac rausfindet, dass ich geredet habe, bin ich dran. Es sollte schnell gehen. In deiner Nachbarschaft sind nicht mehr viele Fedra-Leute. Während unserer Säuberungsaktion werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen, deswegen, das ist nur übergangsweise. Damit wir in der Schlacht gut gegen Böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir in einem Bett zu schlafen. Endlich keine heimlichen Zettel mehr in diesem blöden Studio. Rebecca. Okay. Wir haben bestimmt auch die ganze Zeit Lali-La gesungen, ne? Ah, Bücherei? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Sieh mal, was du hier findest. Genau, geh mal suchen. Blöde Ole Nuss. Du würdest ja noch nicht mal ein Buch erkennen, wenn man es dir an den Kopf wirft. Ali, da. Wo? Da. Du bist so intelligent. Du bist das intelligenteste Wesen, was auf Erden existiert. Ich halte meinen Rücken zu dir und du sagst, da. Bye. Hier sind überall Frauen drauf. Nein! Warte. Typen. Zwei Typen. Diener. Vorräte. Echt, die Alte. Die macht mich fertig. Die macht mich sowas von fertig. So, gehen wir jetzt mal in die Richtung weiter. War doch, glaube ich, die Richtung, oder? Vielleicht kommen wir da weiter. Ja. Vielleicht. Das werden wir feststellen, wenn wir es versucht haben, Mädel. Das sieht nicht vielversprechend aus. Sehen wir uns um. Nein, Elli. Du musst da rein. Hättest du mir das gleich gesagt, wäre ich sofort dahin gegangen. Also, Elli. Elli. Naja, vielleicht wartest du, bis Superman kommt und dich da rüberholt. Oder Batman. Keine Ahnung. Hulk macht vielleicht sein Hulk-Smash. Und dann ist alles der Wäsch. Geht auch. Na warte, man könnte ja vielleicht noch über den anderen. Oder Thor mit seinem Blitzen oder Iron Man, der kann da rüberfliegen. Nimmt er dich Huckepack. Nimmt deine Beine und der nächste schleudert er dich gegen oder so. Bin ich nicht von hier irgendwie gekommen? Man verliert so nach und nach den Überblick. Vor allem, wenn man diese blöde Map nicht mehr benutzen kann. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Oh, Schatz, du hast gewonnen. Wahrscheinlich. Zwei. Und wie viele werden hier sein? Wird mir nur eine angezeigt? Nein. Er hat ein Gewehr in dem Gebäude. Und? Sie hat ein Gewehr? Wow.
Das soll mich jetzt beeindrucken? Musstest auch mal knuddeln? Sehr schön, Niki. Die alte, das ist, ich hab noch keinen Schalli. Oh, ernsthaft? Mann, hör auf, mich zu retzen. Ich stehe kurz davor, dich in der Luft zu zerreißen. Ein Wort noch und ich werde dich zu Apfelmus machen, du kleine Ratte. Ach, das ist ein Flicker. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, sie ist tot. Ein Hole in One.